Wir befinden uns im Hauptbahnhof in Malaga. Durch die Verglasung sehen wir auf dem Bahnsteig den spanischen ICE. Unaufhaltsam bringt uns aber die Rolltreppe in den darunterliegenden Untergrundbahnhof. Heute wollen wir mit der Untergrundbahn in das 50 Kilometer entfernte Weiße Dorf Alora fahren. Die Bahn zu nehmen ist eine komfortable und beliebte Form zu reisen. Spanien hat sehr gute Zugverbindungen, fast im ganzen Land. In flotter Fahrt geht es durch die Vorstadt Malagas und wie im Fluge geht es durch die grüne Landschaft Andalusiens. Blick von oben in das Bahnhofsgebäude von Alora. Hier werden wir in Kürze mit der S-Bahn eintreffen. Der Bahnhof Alora liegt zwar innerhalb des Gemeindegebietes, jedoch etwa 2 Kilometer außerhalb des eigentlichen Ortskerns. In den Häusern neben der Bahntrasse wohnten früher die Bahnbediensteten. Im Bahnhof befindet sich auch noch eine Cafeteria. Doch wie bei uns auf kleineren Bahnhöfen sind sie meistens geschlossen. Nachdem die S-Bahn den Bahnhof Alora in Richtung Malaga wieder verlassen hat, ist wieder die sprichwörtliche Friedhofsruhe eingetreten. Vor uns liegen die Gleise in der spanischen Breitspur von 1668 mm. Wir schauen uns noch ein wenig im Bahnhofsgelände um und entdecken noch einen alten Wasserkran aus vergangener Dampflokzeit. Im hinteren Bahnhofsbereich steht noch die ehemalige Werkstatt mit einem einständigen Lokschuppen, der auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. Mit einem kurzen Hubton macht sich der Nahverkehrszug aus Granada bemerkbar. Beim Rundgang um den Bahnhof Alora treffen wir auf ein paar herrenlose Hunde. Es sind entzückende, kleine, verspielte Hunde, die vielleicht gar kein richtiges Zuhause haben.
Ein sehr interessantes Objekt scheint diese blaue Plastiktasche zu sein. Bestimmt vermutet der Kleine darin etwas Essbares. Alora liegt nicht nur etwa 2 Kilometer vom Bahnhof entfernt, sondern es sind auch noch mehrere Höhenmeter zu überwinden. Wir haben aber die leichtere Variante bevorzugt und einfach ein Auto geschartert. Flotter Fahrt geht es den Berg hinauf und wir hoffen, dass uns kein Fahrzeug entgegenkommt, da diese enge Straße keine Einbahnstraße ist. Zweimal mussten wir die Fahrt unterbrechen, doch nun haben wir unser Ziel erreicht, den Plaza Bella della Despedia. Der Plaza Fuente Arriba befindet sich im Zentrum von Alora. Hier kann man das spanische Dorfleben noch erleben, beispielsweise in einer der vielen kleinen Bars. Die Fahrt durch Alora geht weiter. Denn wir wollen noch das maurische Castillo, das am höchsten Punkt Aloras liegt, uns noch anschauen. Leider mussten wir nach unserer Ankunft feststellen, dass das Castillo für Besucher nicht geöffnet ist. Von hier oben hat man einen Überblick über das weiße Dorf Alora. Alora gehört zu den berühmten weißen Dörfern Andalusiens. Die weiß gekalkten Häuser mit den engen Gassen reflektieren die Sonne und vermeiden so, dass die Gebäude in den heißen Sommermonaten zu Backöfen werden. Schauen wir hinunter ins Tal, kann man das Bahnhofsareal sehr gut überblicken. Auf Gleis 1 steht schon der Zug, der uns in Kürze wieder nach Malaga zurückbringen wird. Eine halbe Stunde später beginnt unsere Rückfahrt und somit endet auch hier unser Reisebericht über das weiße Dorf Alora.